Imp und Sinan ziehen los, um den Mythos der toxischen Männlichkeit zu erkunden. Darf ein Mann weinen? Muss ein Mann stark sein? Was fühlen die zwei Internet-Rabauken? Um das herauszufinden, öffnen sie in jedem Video einen neuen Umschlag und stellen sich ihren Sorgen, Ängsten, aber auch Freuden. Willkommen bei Viel zu sehen. Ich bin Batman. Wer bist du? Robin. Warum? Das ist der andere. Weil wir in die Caves gehen, Mann. Ah, ja, die sind. Ich hab das nicht geguckt. Sind das Cave Explorer, die beiden? Bat Cave. Da ist das Batmobil drin und dann fährt man da mit Auto. So, Imp und ich werden jetzt hier in so Höhlen gehen. Und hier sind schon mal die Anweisungen. Ein 6-Punkte-Plan. Hast du das gelesen? Das ist voll lang. Ja. Meinst du, das hier wird ernst genommen oder? Was steht denn da? Wir sollen nicht gamblen oder Liquor trinken. Also wenn ich jetzt mein Handy raushole, ein bisschen Online-Casino spiele und dabei eine Pulle leere, meinst du, gibt Ärger? Online-Casino ist eh böse. Komm, wir gehen runter. Ich glaube, wir machen eh keinen Quatsch. Es gibt ja sogar Gambling-Streamer, die ihren eigenen Alkohol rausbringen. Die können da direkt doppelt rausfliegen. Die sind instant am Arsch. Laut Neuestes macht er auch ganz gerne. Wir gehen jetzt erstmal hier schön die Treppe runter. Es kommt einem so vor, ich finde, das ist so ein bisschen habe ich so Jurassic Park. Genau das dachte ich auch gerade. Ich dachte, wenn da so ein kleiner Velociraptor kommt, jetzt nicht so ein großer, aber vielleicht so 1,60 sind die da. Wir kriegen gleich noch wird passen. Wir kriegen gleich noch so einen Beutel und dann können wir die füttern. Die. Geil. Sehr alte Cave. Sah aus wie ein Grabstein. Hier unten steht aber, das hat irgendein Typ von 1876 oder so. Alle so spanische Namen. Hast du hier kolonialisiert und die Höhle gefunden. Danke an die Spanier für diese. Boah, Alter! Der Baum ist direkt über dem Höhleneingang und die Wurzeln gehen so an der Oberkante vom Eingang runter richtig gut. Es ist einfach wie in so einem Film, ey. Das sieht so cool aus, ey. Auf Kopfhöhe einfach so eine dicke Wurzel hier. Boah. Krass. Boah, Alter. Okay. Und hier spielen Kinder Minecraft, obwohl die hier Minecraft wirklich so haben. Boah, die Treppen haben eine ungewohnte Höhe. Alter. Nice. Hallo. Hallo. Ui. Jetzt wird's dunkel. Soll man hier leuchten? Ich weiß nicht. Darf man? Ist ja nur eine schwache Lampe. Hast du auch eine? Ja, ich hab. Alter, das ist scheiße dunkel. Ich glaube, man. Darf man leuchten? Ja, du sollst nicht Fledermäuse anleuchten oder so. Okay. Aber wenn das ein bisschen. Oh, help! Alter. Oh Gott. Alter. Boah. Ich höre was. Film die mal. Hört ihr das? Ja. Ja. In deiner Handtasche ist die Stirnlampe. Boah, da oben ist einfach alles voll mit Fledermäusen. Voll geil. Crazy. Alter, wie viele das sind. Okay. Wollen Imp und ich vielleicht vorgehen? Und jetzt der Ausgang, das sieht ziemlich crazy aus. Meine Güte. Das Licht am Ende des Tunnels. Alter. Was hier für ein. Warte. Oh, wir haben es geschafft. So muss sich Jesus gefühlt haben, als er nach 3 Tagen aus der Höhle gekommen ist. Ich fühle mich öfter wie Jesus, du auch? Ich sehe manchmal sogar so aus. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich die Haare vor dem Urlaub kurz gemacht habe. Ich hätte mir so ein Leingewand anziehen sollen und zu Einheimischen sagen, die sind oh, hier guys, ja. Where am I? Ja. I oh,
Must have slept like 2000 years. Wow. What is this place? Wow. Wow. Which year is it? 2000 years after my birthday. Oh, okay. Oh. Wow. Guck mal, hier ist so, ich weiß es nicht, irgendwie so eine Art Klo, aber es ist schon ein bisschen verranzt. Aber was ich geil finde, ist, hier, das ist so abgeplatzt und der Dschungel frisst sich einfach dadurch. Ja, mitten in so einer Mauer. Mitten in der Mauer. Das ist durch, also überleg das mal. Guck mal, hier aber auch. Durch eine Mauer. Also. Guck mal, hinter dir. Hier, guck mal, das wächst hier aus dem Gemäuer raus. Hier auch, an der Kante von den Fliesen, oben direkt. Direkt zwischen Mauer und Fliese. Das ist ja echt, also. Die Natur holt sich alles zurück. Die holt sich alles zurück. Aber das hier finde ich krass, weil das ist ja eine Betonmauer. Hm. Und da wächst jetzt einfach, das ist ja ein Baum. Crazy. Ist das Hohl in? Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie hier diese Stahlstangen gemacht und das ist in ein Hohl. So Leute, wir haben ja erzählt, wir haben einen super geilen Trail Dog, das ist Whitey. Wir haben nur ein Problem mit Whitey. Hier ist seine Grenze. Der traut sich bis hierhin. Und wenn wir jetzt weitergehen, also es war bis jetzt so, dann bleibt er stehen. Aber vielleicht, nee, heute mit Begleitschutz. Ja, der kriegt schon mehr Angst. Man merkt, der läuft schon langsamer. Ja, guck, da bleibt er. Ah, der kommt mit. Kommt mit. Komm, Whitey, trau dich. Du hast menschlichen Begleitschutz. Der hat eben schon wieder aufgegeben. Der hat einen anderen Hund getroffen, sich direkt hingelegt, Hals gezeigt. Boah, guck mal, wie der so guckt. Der will hier ganz schnell vorbei. Wohnt da vielleicht ein anderer Hund in diesem Haus und er hat Schiss vor dem? Ja, ich glaube schon. Aber jetzt kann er wieder abhauen. Whitey, du bist echt ein Angsthase. Wow, 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 die Menschen haben kurz geschützt. Ich renne jetzt hier eben durch. Guck, der hat richtig Angst. Der hat richtig Angst. Fuck. Oh Mann, der Arme. Ja, aber der verliert wirklich gegen jeden anderen Hund. Es gibt gar keinen Hund, wo er mal der Obere ist, wo er den anbellt. Jeder andere Hund, da gibt er immer auf direkt. Das ist schon ein bisschen traurig, aber naja. Wir respektieren auch solche Hunde. So, es ist wieder soweit. Wir haben heute gedacht, es ist Umschlagzeit. Wir haben gedacht, heute machen wir das mal mit einem Walk, damit ihr noch mehr von der direkten Umgebung mitbekommt. Also wir sind hier wirklich direkt, keine Ahnung, 300 Meter vom Haus entfernt. Und es ist mehr oder weniger Dschungel. Dann soll ich den Umschlag ziehen? Du ziehst den Umschlag, geh vor. Ziel den Umschlag direkt bergab gehen. Soll ich mal Thema teasern? Ich kann ja mal das Thema angucken und dann versuche ich dir vorzumachen, welches Gefühl das ist. Und du versuchst es zu lesen. Kriechen. Es ist frühe Kindheit, kann man nicht pantomimisch. So. Ich bin ein Baby mit Schnuller und ich krabbel. Okay, frühe Kindheit. Frühe Kindheit bis 5 Jahre. Okay, das wird ein kurzes Video, weil ich kann mich in der Regel nicht erinnern. Das ist mein großes Problem. Viele vermuten schon, dass ich da irgendwie was wegdrücke. Naja, aber das ist ja normal, dass man die ganz frühen Jahre nicht mehr weiß. Man kennt immer Erzählungen, aber man weiß ja auch nicht, inwiefern die stimmen. Ja, es gibt doch auch so, dass man quasi Gefühle... auch so Erinnerung, false memory, ne? Wenn ich jetzt ganz viel erzähle und Bilder zeige, vielleicht auch so gefotoshoppt, dass ich sage, weißt du noch, damals, guck mal, da warst du 3 Jahre alt und wenn du das immer weiter machst, dann wird das irgendwann zu einer Erinnerung. Ich kann sagen, guck mal, der kommt da. Ich erinnere mich auch, dass ich öfter von Leuten mal eine Geschichte erzählt bekomme, wo ich dann denke, die war doch ein bisschen anders, aber man weiß dann nicht, wer die richtige Version hatte. Ja. Wenn es ältere Verwandte sind, dann habe ich die Vermutung, dass ich eher die richtige Variante gemerkt habe. Je älter die Verwandten sind. Ja. Dass man denkt, die Situation stimmt zur Hälfte. Ja. Aber gut, frühe Kindheit. Okay. Was hat als Kind positive / negative Gefühle in dir ausgelöst? Okay, frühe Kindheit. Ich muss ja jetzt raten, bis 5 Jahre. Ja. Oh Gott, also ich rate jetzt mal, dass das frühe Kindheit gewesen sein muss. Ich habe so ein Gefühl / Erinnerung und zwar dieses Gefühl, man fährt mit dem Auto nach Hause, man war irgendwie bei Verwandten oder so und man schläft auf der Autofahrt so ein. Ja. Und dann kommst du zu Hause an und Mama oder Papa oder so tragen dich, also du schläfst eigentlich nicht, aber du tust so. Ja, weil du es total geil findest, dass sie dich hochtragen.
Das ist clever. Ja, also nicht nur clever, also ich fand das Gefühl wirklich schön. Also dieses, da kümmert sich einer um ja, dich. Ja, du liegst dann da und du machst dich irgendwie, also du weißt, du bist so ein bisschen wach, aber du weißt, wenn du jetzt einfach so tust, als würdest du schlafen, dann wirst du hochgetragen und ins Bett gelegt. Das war schon geil. Es gibt doch bei Kindern auch immer dieses Spiel, dass Eltern sagen, ich gehe jetzt ohne dich und dann gehen die nur um eine Ecke und das Kind ist erstmal 2-3 Minuten trotzig und denkt, ach, der wird doch nicht ohne mich gehen, aber dann kommen sie doch gerannt und heulen und wollen mit. Ich glaube, das macht jedes Kind immer. Also ich weiß noch, ich habe ja vieles, wie gesagt, erzählt bekommen, aber ich wäre sehr oft fast gestorben als Kind. Was? Ich habe das erste Mal, dass ich bei meinem Vater übernachtet habe, habe ich ein 10-Pfennig-Stück verschluckt. Das war so quer am Hals. Ach du Scheiße. Und ich habe so geröchelt und ja, der hat dann schnell meine Mutter angerufen und die sind zusammen mit mir ins Krankenhaus gefahren und haben das Ding da rausgezogen. Stand da was von positiv oder stand da nur Gefühle? Ach so, ja, weiß nicht. Ich dachte, das ist vielleicht stimmt viele Anekdoten. Ja, aber positive und negative Gefühle. Ja, aber ich will keine Anekdote. Ich will wissen, stimmt, keine Anekdote. Also du kannst die Anekdote erzählen, aber du musst mir dann sagen, wie es sich angefühlt hat. Ich habe ja eben gesagt. Es hat sich eigentlich gut angefühlt, hinterher zu wissen, dass Eltern da sind, die einen da rausholen. Auch in einem Pool habe ich mal in so einem Schwimmring gesessen, umgedreht und dann ist meine Mutter reingesprungen, hat mich wieder rausgezogen. Und das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl, dass man denkt, man hat da jemanden, der bewahrt dich davor, dich umzubringen, wenn du dummen Quatsch machst. Fällt dir eigentlich auf, dass du deine Formulierung ist, das ist ja eigentlich ein schönes Gefühl. Ja, gut. Du hast schon wieder nicht gesagt, dass das dein Gefühl ist. Es war schön. Was ist los? Ist das wirklich so? Ich schwanke total, ich bin völlig verschwitzt. Meine Mutter hat mir ein paar Mal das Leben gerettet, da freue ich mich drüber. Muss ich mich jetzt revanchieren? Du bist ja sehr analytisch. Ich finde, okay, gehen wir mal weiter. Noch ein positives Gefühl aus der Zeit. Also diese nach Hause kommen Geschichte beim Auto fand ich immer sehr geil. Ja. Ich fand auch geil, wenn man mich in Ruhe gelassen hat, wie ich einfach irgendwelche Legos bauen konnte oder so. Warst du auch so ein Lego-Kind? Ja, ich fand das richtig gut, dass ich so ein auch bisschen kreativ einfach irgendwelche Fahrzeuge oder Städte oder irgendwas baue und man mich einfach in meinem Zimmer lässt und hin und wieder war mal ein Freund oder so dabei. Aber ich fand das doch geil, einfach stundenlang alleine da irgendwas zu bauen. Das hat mir Spaß gemacht. Oder generell so Maschinen verstehen. Also, Maschine ist ein bisschen hoch, aber weißt du, irgendwie ein Bobbycar oder Dreirad mal umdrehen und mal am Rad drehen und sowas. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht und mich immer gefreut, so Dinge zu lernen, die mich interessiert haben. Und ich habe auch bis 5 Jahre, ich habe auch da gerne Sachen gelernt, die man in der Schule später gelernt hätte. Ich konnte relativ früh lesen, ein bisschen rechnen und so, weil ich immer sehr neugierig. Das war immer ein gutes Gefühl. Und ein negatives Gefühl war, wenn man gebremst oder so eingeengt wurde. Kindergarten war ganz, ganz unangenehm für mich. Ich hatte da zu viele Regeln, die waren nicht schön. Es hat ein negatives Gefühl ausgelöst, wenn ich eine Regel bekommen habe, die ich unsinnig fand. Das hatten wir ja später immer noch, aber es hat schon ganz früh angefangen. Also ich war ja... Hatte er wieder einen Gegner? Okay. Ich war in einem christlichen Kindergarten und musste Tischgebet machen und wollte das nicht machen, weil ich das nicht verstanden habe, was das bringen soll. Und dann haben die gesagt, nee, aber das muss man jetzt machen, aber die konnten nicht genau erklären, warum. Und das war so ein negatives Gefühl, dass jemand über mir steht und sagt, du musst jetzt dieses Gebet machen, wenn ich es für Unsinn halte. Es war so ein negatives Gefühl, dass man so gebremst und runtergedrückt wird. Oder dass man sagt, man möchte gern lesen lernen und die sagen, ja, kommt in der Schule, kriegst du jetzt nicht. Du musst jetzt einen Singkreis mit den Dreijährigen machen und es war übelst langweilig und du musst das aber machen. Das war immer schon so ein negatives Gefühl. Also so diese starre Struktur, Kindergarten, war negativ. Hat irgendwie ich bin parallel, ich überlege die ganze Zeit, ne? Ich erinnere mich an nichts. Aber Lernen war geil damals. Du konntest so viel Neues entdecken und lernen. Das war eigentlich ein schönes Gefühl, oder? Also an sich, was Neues zu lernen, magst du doch jetzt auch immer noch. Ja, aber ich versuche mich dran zu erinnern. Also aber du hast ja früher alles offen gehabt. Du konntest ja noch viel Neues entdecken. Das ist bei mir ein großes schwarzes Loch. Echt? Bis wo? Hast du nicht so wenigstens so ein paar Fetzen? Fast schon die, also wenn du mich, Grundschule ist schon echt schwer.
frühe Kind. Ich weiß noch, frühe Kindheit. Grundschule ist schon plus 6, ne? Ja? Das ist ja, also davor Kindergarten, ne? Warte, Kindergarten. Das sind Fetzen. Warte, lass mich mal kurz überlegen. Da gab es immer Mittagsschlaf auf so Feldbetten. Ah ja. Fand ich aber scheiße. Ich auch. Ich wollte nicht schlafen. Ich auch nicht. Was ich geil fand, im Kindergarten draußen spielen. Aber haben die euch auch immer Bäume verboten? Ich fand das immer geil, auf die Bäume zu klettern. Und dann kamen immer Erzieher und meinten, gefährlich, geh da nicht hoch. Und ich wusste, aber privat darf ich das. Meine Mutter hat mir erlaubt, das zu machen. Und dann hast du da diese Ersatzeltern, die dir andere Regeln geben und sagen, nee, aber hier darfst du das nicht mehr. Und du denkst, warum nicht? Ja, ich kann das mit dem Baum, lass mich in Ruhe. Ja, aber da merkt man wieder, du kannst dich nicht hineinversetzen, warum das. Okay, wir waren auch ein bisschen jung, aber. Ich habe nicht verstanden, warum die Autorität von diesen anderen Leuten so hoch sein müsste wie die von meinen Eltern. Das war so. Ja, gut, aber aus heutiger Sicht verstehst du das schon. Ja. Ja, schon. Aber damals war das so, warum haben die mir was zu sagen? Wer sind die? Willkommen zu meinem Taste-Test / Unboxing. Es gibt hier Cadbury's Dairy Milk in Lickables. Das ist quasi sowas wie ein Ü-Ei. Die gab es im Supermarkt überall. Und man kriegt ein Free Toy, wie bei einem Ü-Ei halt. Es gibt ja diese Ü-Eier, die auch so zweigeteilt sind und irgend so ein Leckzeugs haben. Hier gibt es erstmal einen Pinguin. Und ich guck mal, wie diese Lickables schmecken. Also, es ist. Aber hat das nicht so einen kleinen. Ach! Hier in diesem Ding ist. Wie kann man so einen Scheiß kaufen? Ich habe auch die ganzen Früchte probiert. Ich will halt alles essen, was auf dieser Insel ist. Alles, was legal ist. Man kann sogar hier hinten irgendwie. Boah, man kann hier sogar so drücken und dann. Wackelt der mit seinen Flossen. Ist das nicht niedlich? Nein. Das ist der letzte Scheiß. Es kommt aus dem Kühlschrank, es funktioniert nicht. Nee, es ist zu uns. Das sind halt so Knusperkugeln mit Nutella. Was hast du erwartet? Ja. Ja, kann man essen. Ja. Wow. Also es, die westlichen Ü-Eier sind auf einem ähnlichen Level, würde ich sagen. Die können mithalten. Und die sind halt auch nicht so geil. Okay. 0 bis 5 Sterne. Wie viel gibst du? 3. Okay. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen, aber geschenkt würde ich es nehmen. Top. Hast du noch konkrete Beispiele dafür vor Augen? Und was glaubst du, woran liegt das, dass du dich heute noch daran erinnerst? Okay, also ich bin nochmal tief in mich gegangen. Und es gibt eine Sache, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, von wann das ist. Könnte aber sein, dass es früh war. Ich weiß nicht genau, wann lernen Kinder schwimmen. Ich war sehr früh, wann würdest du sagen? Ungefähr mit 5, würde ich sagen. Ja. Seepferdchen ist so 4, 5 fängt man an vielleicht. Ja, dann könnte es sein, dass das wirklich noch eine sehr frühe Kindheitserinnerung ist. Und zwar war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder, ich weiß nicht, ob mein Vater dabei war, weiß ich nicht mehr, öfter mal in der Therme. Und also die waren so in der Sauna und da war ja auch ein Schwimmbecken. Und ich bin immer ins Schwimmbecken gesprungen. Mhm. Ich konnte gar nicht schwimmen. Ich bin immer reingesprungen. Soll ich dir was sagen? Ich habe so eine ähnliche Erinnerung. Ich war gar genauso. Dann lass mich bitte aussehen. Mach erstmal ich. Und ich bin immer ins Wasser gesprungen. Ja. Und dann halt am Beckenrand getaucht und dann wieder raus. Ne? Mhm. Und das war wirklich zu einer Phase, meine Mutter musste tierisch aufpassen, weil ich konnte nicht schwimmen. Aber ich hatte anscheinend so ein Urvertrauen, keine Ahnung. Und es gibt eine Erinnerung daran, wir waren dann immer in dieser Therme und also ich bin aufgewachsen, wir hatten nicht viel Geld. Also wirklich, wirklich nicht viel Geld. Das war so ein absolutes Highlight mal mit Mutter, Bruder und vielleicht Papa. Habt ihr dann nicht oft so einmal im Monat vielleicht höchstens? Seltener. Okay. Und das absolute Highlight war, ich habe dann in diesem Thermenrestaurant oder so einen Multivitaminsaft bekommen. Und ich kenne diesen Geschmack von diesem Multivitaminsaft, den habe ich immer noch so, ich habe den genau im Kopf gerade. Ich weiß genau, wie das war. Und das war für mich insgesamt einfach so ein rundes Ding. Dieses Erlebnis mit Wasser, Tauchen, Mutter aber immer irgendwie in der Nähe und dann diesen Multivitaminsaft im Bistro. Einfach geil. Und jetzt vielleicht noch abschließend, warum ist das schön?
Naja, gut, das ist dasselbe wie heute, ne? Also ich glaube, ich mache heute fast nichts anderes. Ich liebe Therme, ich liebe Schwimmen, ich liebe gutes Essen, gutes Trinken. Aber Saft magst du nicht mehr? Nee, ist zu viel Zucker. Ich mag den schon, aber ich will den verdünnen. Aber so 11 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, so als Kind schon okay, aber so mit 38 vielleicht besser nicht. Ja. Und, was bei dir? Ja, bei mir ist ähnlich. Also auch manchmal in so Thermen oder so gefahren und ich hab auch tauchen gekonnt, bevor ich schwimmen konnte. Ja. Ich bin dann immer nah an der Treppe gewesen, weil das konnte ich auch unter Wasser noch danach irgendwie greifen und da hoch. Ich habe auch irgendwann wohl mal, als mich jemand gefragt hat, ob ich schon schwimmen kann, soll ich wohl gesagt haben, nee, schwimmen kann ich noch nicht, aber tauchen geht schon. Ja, genau. Und ich glaube, ich kann mich daran erinnern, weil meine Mutter wirklich sehr, sehr viel solche Geschichten erzählt. Und eigentlich allen Freunden von mir erstmal mindestens 10 Geschichten aus meiner Kindheit erzählt. Und manchmal gibt es auch noch Fotos davon. Und dann kann ich mir herleiten, okay, das Geschichten werden wohl alle stimmen. Ich habe das wohl so gemacht. Und also öfter mal werden mir auch Geschichten erzählt von mir mit 3 oder so. Ich denke, boah, ja, klingt nach mir, könnte sein. Könnte sein, aber ja. Ich finde das spannend auch jetzt. Ich habe ja 2 Nichten. Die eine ist jetzt 7, die andere 4. Und das finde ich so krass, also mit der 4-Jährigen jetzt zum Beispiel, du erlebst spannende Sachen, ne? Die ist schlagfertig, lustig und manchmal gucke ich die so an und denke mir, krass, in 20 Jahren kann die sich an fast nichts mehr davon erinnern. Mhm. So, das ist schon ein bisschen strange, ne? Also man hat nur noch so ganz wenige Fetzen. Fragmente irgendwie und das finde ich so irgendwie faszinierend, aber auch ein bisschen beängstigend. Mhm. Ja, ganz krass ist das jetzt, um mal vielleicht da nochmal ein anderes Thema, aber nur jetzt ganz kurz am Rande. Also meine Oma ist mittlerweile, die wird jetzt immer dementer, also die Demenz erkrankt. Und das ist echt erschreckend, das ja, mitzuerleben. Habe ich so auch miterlebt in so, der Familie. Ja. Alter, das ist Wahnsinn. Also und du kannst nichts machen, ne? Und du merkst so, du enthältst dich und was vor 2 Minuten ist weg, alles weg. Das ist wie so eine Festplatte, die wird immer wieder beschrieben, ja, aber die überschreibt immer. Ich kenne das von meiner Oma, wir besuchen sie, fahren nach Hause und haben auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht, wo sie sagt, wann kommt ihr denn endlich mal wieder, ihr wart so lange nicht da. Und wir denken, wir waren vor einer Viertelstunde da und du hast es vergessen. Das ist bitter. Und das ist so dieses Konstrukt Erinnerung deswegen, das nimmt mich manchmal echt mit, wenn ich darüber zu lange nachdenke. Mhm. Weswegen ich dann auch dazu tendiere und sage, im Hier und Jetzt, ne, das ist eine Kunst, im Hier und Jetzt zu leben, zu sein, weil... Wer sagt dir, dass du dich auch irgendwie noch dran erinnerst? Keine Ahnung, Mann. Du weißt ja auch gar nicht, welche Dinge die Erinnerungen schaffen. Das kann ja zwischendurch immer mal passieren, dass plötzlich irgendwas passiert, daran erinnerst du dich Jahre noch. Mhm. Aber du weißt ja nicht immer vorher, ob es kommt. Nee, eben. Und ja, die Frage war, ne, so, woran lag das? Ich glaube, man erinnert sich, würde ich mal sagen, vor allem an etwas, wenn es eine starke Emotion ausgelöst hat, oder? Ja. Zum Beispiel, ich habe mal einen Unfall gehabt, ein Bein gebrochen dabei. Mhm. Das ist jetzt gut 10 Jahre her. Erinnere ich mich immer noch ziemlich im Detail an alles. Ja. Ist keine schöne Emotion, aber sonst funktioniert auch sonst leider. Sonst wäre ich über eine Straße gegangen, hätte ich mich nicht niemals daran erinnert wieder. Mhm. Wäre irgendwie, ja, war ich schon ein paar Mal, kein Ding. Aber wenn man da so was Krasses erlebt, auch mal was Schönes, Positives erlebt, dann ja auch. Dann ja, aber absolut. Also das mit den Unfällen kenne ich auch. Ne? Also ich hatte einen Mountainbike-Unfall. Ich glaube aber, Thema Verletzung kommt noch, oder? Achso, okay. Ja, schön. Ich wollte nur die Erinnerung, also ich kann mich auch an diesen Tag genau erinnern und vor allem auch daran erinnern, ne, so Krankenwagen kam, was die gemacht haben. Also wirklich Minutenprotokoll in meinem Kopf ist noch da und bei anderen Sachen ist es alles weg. Und jetzt, das wäre dann vielleicht auch interessant, warum habe ich dieses ganze Thema hier mit auf unsere Reise genommen? Ich hatte das ja in meiner Sendung so ein bisschen angeteasert. Ich glaube, wenn du zu viel in diesem, ich kontrolliere alles, ich bin im Alltag, ich funktioniere, ich mache meine Sendung, ich mache das, ja, dann hast du ja keine starke Emotion mehr. Und das erlebe ich immer wieder. Dann geht so eine Woche vorbei und ich denke so, boah, ich kann mich an fast keinen Tag so richtig erinnern. Mhm. Ich hatte das im Lockdown richtig dolle. Jeder Tag war irgendwie gleich. Und das ist voll ätzend. Das war ganz komisch. Es gibt ja so ein Zeitparadoxon. Und da war das ganz deutlich,
dass die Zeit, während sie passiert, super langsam einem vorkommt, weil einfach nichts los ist. Aber hinterher denkst du, warte mal, das ist schon 3 Jahre das, jetzt? Ja. Hä? Das ist die irgendwie erlebte Zeit und die so und so Zeit. Aber wenn man sagen würde, was hast du eigentlich 2020 und 2021 gemacht? Und so, Fernsehen geguckt, weiß ich nicht, nichts passiert eigentlich. Genau, und das ist, da sagst du was. Und deswegen auch jetzt das genau hier mit der Reise dieses Thema verknüpfen. Ja? Ja. Wir sind jetzt, heute, Stand jetzt, sind wir 7 Tage unterwegs. Alter, was wir alles schon erlebt haben. Wie viele Eindrücke, wie viele Gefühle, wie viele Gespräche in einer Woche. Ja, und sonst ist eine Woche recht schnell rum. In einer Woche, da, keine Ahnung, reactest du auf 200 Videos. Durchgehend. 20. Ich weiß. Ich mache irgendwie eine Sendung, man recherchiert, dann geht man einkaufen, ich gehe ins Fitnessstudio. Aber so rückblickend dann immer so, dass, ne, vor allem wenn du die Routinen schaffst. Und hier jetzt, fast nichts ist eine Routine, wie auch. Es ist alles neu, wir müssen uns orientieren. Wir müssen, heute sind wir über den Markt spaziert zum ersten Mal, wir haben hier einen Markt gefunden. Mhm. Wir haben uns gefragt, wieso gibt es im Supermarkt eigentlich so wenig Obst und Gemüse? Das kann irgendwie nicht sein. Wir haben dann nachher verstanden, im Supermarkt verkaufen die so gut wie gar kein Obst und Gemüse. Das ist so ein Mini. Mhm. Ja. Das richtige Obst und Gemüse findest du auf dem Markt. Und der ist riesig groß. Der ist größer als der Supermarkt gewesen. Ist, das war ein Riesending. Riesending. Und wir haben auch da jetzt nichts gefilmt. Waren auch ein paar komische Leute teilweise. Vor allem einer, ja. Der hat mit einem Holzstück telefoniert. Ja, einer, der war, glaube ich, nicht mehr ganz knusper in der Birne. Da wollte ich jetzt nicht die Kamera rauspacken. Ja. Das war irgendwie ein bisschen, das wäre, glaube ich, so. Er war auch etwas unheimlich. Er war unheimlich. Nicht gefährlich, aber so, dass man dachte, ich würde lieber den Zerhack ohne ihn verbringen. Ja, und ich wollte auch nicht jetzt so die Kamera rausholen. Das wirkt dann auch so ein bisschen so Disrespect, wenn du... Also respektlos war das Wort, was ich gesagt habe. Ja. Tja. Ist da noch, war das die Karte? Nee, das war die Frage. Ich finde, wir haben das gut gemacht, oder? Ja. Ich überlege gerade, habe ich noch einen? Ich finde es hier so wunderschön, ne? Ist gut, ja. Ich hoffe, man sieht das oder man kriegt das so über die Kamera mit. Dieser Fluss hier. Ich habe noch das Gegenteil übrigens. Ja. Ich habe Dinge erlebt, an die ich mich gar nicht erinnern kann, wo ich aber denke, ich wünschte mir das. Ich war zum Beispiel öfter im Urlaub als Kind und da gibt es Fotos von, wie ich als Kleinkind, Baby irgendwo am Strand sitze oder wo ich erzählt bekommen habe, wo ich gewesen bin. Und das sind teilweise Orte, die habe ich so vage im Kopf noch, aber ich denke, eigentlich wüsste ich da gerne wieder mehr von. Eigentlich könnte man auch noch mal hin. Zum Beispiel in Italien war ich mal, zum Kolosseum gesehen, in Pompeji waren wir wohl. Und ich kann mich noch so grob daran erinnern, dass ich in irgendwie diesem großen, kaputten Ruinengebäude war, aber nicht genauer. Tja, dann müssen wir da wohl hin, ne? Ja. Aber ey, da war ich halt 4 oder so. Das ist, glaube ich, normal, dass man sich nicht daran erinnert. Aber eigentlich denkt man, schade ist. Ja, ich habe das, das ist auch ein Grund, warum ich irgendwann gemerkt habe, ich muss so ein bisschen Orte und Konstellationen verändern. Hallo. Ah, der ist nass, Ich bin fast jeden Tag in die Türkei. Jeden Tag, jetzt rede ich schon Quatsch. Du lenkst mich ab, kleiner Mann. Ich bin fast jedes Jahr, mehrfach sogar schon im Jahr, in die Türkei geflogen. Und irgendwann. Umweltsau. Gefahren mit dem Fahrrad. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Hat doch ewig gedauert. Nee, aber. Und eine Zeit lang war das so immer zur selben Zeit. Ja. Mit denselben Leuten. Und irgendwann konnte ich die Urlaube nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Das war so in der Rückschau auch wieder so, war das 2017, 2018, 2019, 2020? Und dann habe ich gemerkt, ist in der Zeit, klar, es ist angenehm, es ist ja keine unangenehme Zeit, aber dann auch so, was macht das mit einem? Irgendwann recht wenig. Du bewegst dich ja nur noch in deiner Komfortzone. Und dann denke ich mir, vielleicht mal neue Leute fragen, Konstellation ändern, Zeitraum ändern. Aktivität ändern. Zum Beispiel, letztes Mal war ich ja mit dir in der Türkei und wir haben gestreamt. So, das habe ich vorher noch nie gemacht. War für mich ein ganz anderer Urlaub mal. Also abends zu sagen, okay, mal Streaming anmachen, fand ich total geil. Also da erinnere ich mich jetzt voll, weil das war anders. Ja. Du kannst ja eigentlich doch auch einen Greenscreen da hinstellen und da einfach immer deine normale Sendung machen. Ja, das wäre der Fehler. Das wäre dann Routine mitnehmen. Ah, okay, verstehe. Nicht gut. Nicht gut. Nee, besser immer so einen Zeitraum X Sendung machen, sagen, geil, jetzt brauche ich wieder was anderes, ne? Dem Kopf neuen Input geben, damit das mit den Erinnerungen
auch wieder so ist wie mit den Kindheitserinnerungen, an die man sich dann wieder erinnert, weil sie sehr emotional waren, weil sie sehr schön waren. Ich glaube, du musst schon so für im regelmäßigen Abstand für Highlights sorgen. Und das Interessante ist, wie du gerade schon gesagt hast, der Mensch denkt dann so, ey, mach das doch immer. Bau einfach so dein Studio dann in die Türkei. Ja. Und ich glaube, das ist der Fehler. Dann machst du genau das und dann hast du einfach nur deinen Alltag dahin gebaut und irgendwann merkst du so, ich bin jetzt ein halbes Jahr in der Türkei, jeder Tag ist irgendwie gleich, jede Woche mache ich Sendung. Das ist nicht die Lösung. Ich hatte auch überlegt, du kannst da ja eigentlich öfter hin, aber das ist da schon etwas leerer als in der Gegend, wo du sonst bist. Du hast ja weniger Hobbys da wahrscheinlich, denen du regelmäßig nachgehen kannst. Also Leute denken sonst ja auch oft, wenn ich mich zur Ruhe setze, liege ich jeden Tag am Strand. Aber ich glaube, nach einer Woche jeden Tag am Strand denkst du eigentlich jetzt vielleicht doch irgendwas anderes mal wieder. Ich will ja irgendwas Sinnvolles machen, jetzt nur rumliegen und Cocktails trinken oder so. Das macht mal Spaß, aber das gleiche Ding hatte man ja früher als Kind schon mit Sommerferien, dass man erst sich immer drauf gefreut hat und irgendwann dachte, man, 6 Wochen sind auch echt lang. Ja. In der Mitte ist so, irgendwie ist es auch ein bisschen langweilig. Jetzt sind die ganzen Freunde in Urlaub gefahren und du sitzt da. Ne? Ja, du musst Variationen reinbringen. Also das ist so spannend, finde ich. Wir driften zwar gerade ein bisschen ab, aber ist mir egal. dass der Mensch will ja immer Routinen bilden. Ja. Warum? Weil das Energie spart und Energiesparen ist im Mensch drin. Ne? Also du willst, wenn du so siehst, du musst jeden Tag irgendwie das machen, dann überlegst du so, wie kann ich das machen, dass das weniger Kraft kostet. Das ist erstmal so evolutionsbiologisch ergibt das Sinn. Ne? So Wege kurz halten, Abläufe routinieren und so weiter. Ja. Entscheidungen kosten ja auch Kraft. Auf der anderen Seite hast du den Nachteil, dadurch baust du dir im Prinzip so einen übelsten Alltag, der dich total langweilt. Ja. Und dann sagt man ja manchmal, sich immer wieder da raus pushen. Also zu sagen, ey, heute fahre ich mal mit dem Fahrrad, ich fahre wieder zum, keine Ahnung, Supermarkt. Ich fahre mal einen Weg, den bin ich noch nie gefahren. Kenne ich, mache ich auch manchmal. Ja, das ist gut. Das muss man machen, damit du wieder diese Erinnerungen reinkriegst. Ja. Also wir haben auch irgendwie so ein bisschen die Welt drum gebaut, dass du so ein Spezialist bist für irgendwas und jeden Tag 8 Stunden das Gleiche machst. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen Leute, die das stört. Ich kann es auch keinem verdenken, der das macht. Also ihr habt ja vielleicht auch nicht unbedingt die beste Alternative dazu, aber wir sollten schon echt froh sein, dass wir das nicht haben. Ja, also ich glaube, jeder kann schon... Es gibt vielleicht ein paar Leute auch, die es gut finden. Ja klar, aber ich glaube, wenn einen das stört, das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn einen das stört, dann sollte man schon gucken, kann ich irgendwelche Weichen so stellen, dass es ein bisschen anders ist. Wie eben zum Beispiel zu sagen... Ich ändere mal so den Weg. Ich fahre mal einen anderen Weg. Du hast bestimmt als Jugendlicher auch ältere Leute um dich rum, die irgendwas gearbeitet haben. Und dann hast du dich immer versucht, reinzuversetzen, wie es ist, wenn du das machst. Und ich dachte bei allen Sachen davon, ja, klingt ganz gut, aber 50 Jahre lang, 8 Stunden jeden Tag, ja. Na, irgendwie doch nicht. Zum Glück müssen wir es nicht mehr. Zum Glück können wir variieren. Ja, kann sich auch mal darüber freuen. Ja. Hast du eigentlich schon Hunger? Etwas. Ich hätte noch eine Anekdote, aber ich lasse die jetzt. Das reicht. Ja. Wir gehen mal was essen. Machen wir.